Hallo, da sind wir wieder, Pepe und Gitte. Wir sind hier immer noch im Umland von Visima, dem Augenblick im Gasthof. Und Gerald will noch mit ein paar Leuten reden. In der letzten Folge haben wir ja mit Kalkstein gesprochen. Genau. Beziehungsweise Gerald hat mit Kalkstein gesprochen. Jo. Und da ist ein gewisser Declan Neuwaden. Wer ist da? Endlich ein vernünftiger Mensch hier. Und ihr seid? Neuwaden, Kaufmann. Ich meine die Familie Neuwaden. Die Familie oder eine andere. Ich spüre, ihr habt Arbeit für mich. Leider. Mein Freund verschwand in der Höhle unter Visimas Mauern. Ihr glaubt, dass er tot ist? Ich weiß es nicht, aber ich bezahle euch 200 Orens, wenn ihr ihn rettet oder zu einem anständigen Begräbnis verhelft. Abgemacht? Ja. Abgemacht. Mein Freund wollte die Quarantäne umgehen und Visima betreten. Warum ging er durch die Höhle? Wir hatten gehört, dass dort Waren nach Visima geschmuggelt werden. Ich werde mein Bestes tun. Seid vorsichtig. Mein Freund hatte nicht zum ersten Mal mit Ungeheuern zu tun. Wenn er tot ist, lauern dort sicher Gefahren. Boah, ich glaube, davon können wir ausgehen. Du hast schon eine zweite Freundin wir suchen müssen. Soll dein Freund ja auch? Neuigkeiten? Mhm. Mal gucken, was er zu verkaufen hat und kauft. Ja. Die beiden Ringe können wir schon mal verschabeln. Wieder zwei Plätze frei. Ja, Gerald hat natürlich unterwegs mal wieder ein bisschen die Häuser der Beute gemacht in den Häusern, stimmt's? Ja. Da ist der Antiquar, jawohl. Wir haben doch die Bücher gelesen. Verdammt, die können wir wieder sollte verkaufen. Eigentlich im Händlerviertel im Geld schwimmen. Stattdessen muss ich meine Waren hier draußen fallbieten. Och, du Armer. In der Kneipe, könnte schlimmer sein. So, haben wir gelesen. Auch gelesen. Auch, davon haben wir sogar zwei gefunden. Und weg. Und das auch weg. Oh, haben wir wieder richtig Platz im Gepäck. Und langsam. Naja. Fühlt sich auch unser Geldbeutel. Da können wir bei Vesna Hut, das ist ja wohl die Kellnerin, schon mal ein paar Getränke einkaufen. Die werden wir ja demnächst auch gebrauchen als Grundstoffe. Was kann ich euch helfen? So. Brauchst natürlich. Hochwertigen brauchst du. Ja, nicht nur für einfache Tränke reicht auch starker Alkohol, wenn ich mich recht erinnere. Ja, hier starker. Ja, ich glaube, das reicht erstmal. Gut. So. Das war es, glaube ich. Nein, das war es nicht. Da war es. Ode und Mikul. Wir waren bei Mikul. Aber da müssen wir den Auftrag mit der Gruft noch machen. Oder ja. Höhle oder ja. Was das war. Und da müssen wir Ode suchen. Und Ode wohnt hier. Wir sind hier. Hier raus und dann links. Ist ja nur die Straße rund. Ja. Na gut. Machen wir das doch mal. Ach. Verdammt, ich sollte. Ja, ja. Ich wollte gar nicht mit dir reden. Ich wollte zur Tür raus. Warum mischt er sich hier ein? Da habe ich wohl schlecht gezielt.
Immer dieses Sauwetter hier. Ja, so erfrischend. Hast du eigentlich auch ein paar Kräuter gesammelt? Oder ja, ich habe unterwegs auch ein paar Kräuter gesammelt. Hauptsächlich, ja, eigentlich nur weiße Myrte, Schollkraut und Nieswurz. Mhm. Was anderes habe ich da auch gar nicht gefunden. Aha. Tür zu Odos Haus. Gibt es hier sonst noch was? Eine verschlossene Tür. Eine Hundehütte. Ach so, eine Hundehütte. Oh, sehr aufschließend. Kannst du ja reinkriegen, kannst du ja schützen vor dem Regen. Ja. Da hinten ist eine Feuerstelle. Weiße Myrte und ein paar Nieswurzen. Dann gehen wir mal den Herrn Odo besuchen. Blut und Dellen an der Rüstung beweisen, dass sie einem Krieger gehörte. Aber dieser Fettwanst hat mehr Erfahrung mit Krügen als mit Schwertern. Ja, wir werden ihn gleich genauer betrachten. Oh, eine Melone. Da hinten gibt es noch mehr. Ein Schrank. Oh, Silber und so. Was ist das? Ein Schinkenbrot. Trockenbrot macht Wangen rot. Dicke Schinkenbröter machen sie viel röter. Das ist ein österreichisches Sprichwort. Ich bin ein Hexer. Ein Monstertöter. Warum mein Haus bewaffnet heimsuchen? Ich habe nichts, was ich zu stehlen lohnt. Wir stecken doch hinten. Wir haben alles geklaut, was da war. Ich will euch nichts antun. Ich muss euch nur ein paar Fragen stellen. Ich rede nicht mit Fremden. Ich bin Geralt. Jetzt kennt ihr meinen Namen. Jetzt trink bin ich kein Fremder mehr. Ich hasse Spione und jedermann weiß, dass Spione nicht trinken. So, na dann. Ist mir neu. Prost. Oh, einer meint. Gluck, gluck. Da hätte ich doch fast das Wichtigste vergessen. Habt ihr den Geistlichen gesehen? Na klar. Verstehe. Er hat uns gesagt, wir sollen Fremde ausfragen. Ein Ring des ewigen Feuers muss vom Geistlichen sein. Der schickt mich hier. Der Geistliche schickte mich, euch zu helfen. Er lässt mich niemals im Stich. Ich hab da dieses Gartenproblem. Ich bin kein Gärtner. Lasst mich ausreden. Vor einiger Zeit sprossen plötzlich seltsame Pflanzen in meinem Garten. Diese Pflanzen leben. Waren erst recht nützlich, verschlangen Maulwürfe und Insekten. Wo liegt denn das Problem? Jetzt sind sie so groß wie ein Mann, mit riesigen Ästen. Glücklicherweise sind sie tagsüber unter der Erde. Aber ich habe Angst, mich ihnen zu nähern. Mal sehen, was ich tun kann. Aber das kostet 120 Orens. Ich bezahle 50 Orens. Trink mir darauf! Oh. »120 und keinen Ohren weniger.« »Zwei Unkräuter für 70 Ohrens.« »Ich sagte 120.« Also wirklich? »Ich muss leben, ich muss trinken. Mein letztes Angebot ist 80. Prost.« Uiuiui, harte Verhandlungen.
ganz schön starkes Zeug. Wie wär's mit 100? Abgemacht. Und einen zum Abschied. Auweia. Na bitte, wir kommen noch hier. Oh, oh, oh. Kämpfen können. Oh, oh. Schmeißt mich auch noch raus. Hilfe. Nichts wie weg hier. Ja, wenn man könnte. Aber, ja, mit Laufen ist hier nicht. Mit aber Torkeln ich hab irgendwo da hinten. Aua! Lass das! Irgendwo da hinten habe ich ein Feuer gesehen. Ja, musst du nur mal hingucken. Ja. Ich meine, man verbracht schon. Da ist ja noch ein Fall. Oh, Bargess. Oh nein! Okay, du musst mal dagegen. Dann probier mal aus. Macht schon Sinn, sich hier eben diese. Von wegen mit Schnaps das diese Resistenz dazu zu holen als Fähigkeit. Ja. Komisch. Ich dachte, das wären zwei Bages gewesen. Aber nur einer. Aber nur einer hat Überreste dagelassen. Das war die Nieswurz. Ich wollte eigentlich die Feuerstelle anpeilen, aber das ist gar nicht so einfach. Oh, ich hab's ja. Okay, probieren wir es mal mit einer Stunde, ob das reicht, um wieder einigermaßen nüchtern zu werden. Oh ja. Gut. Aha. Hä? Oh, oh. Ach da. Beißt mich in den Hintern. Tja. Aha, verschlossene Tür, ja, ja. Mann, ja. Oh. Und dann müssen wir ja. Sind die auch noch da, diese? Vielleicht sollte ich erstmal speichern. So. Ja. Ah ja, noch da. Oh. Harte Knochen, ha? Allerdings. So. Bis hin. Hast du auch Überreste hier? Nein? Schau mal. Das finde ich aber nicht in Ordnung. Wie kannst du dann beweisen, dass du die getötet hast? Dann werden sie nicht mehr kommen. Oh ja, liegt ja hier noch rum. Oh, der spuckt hey. Ja. Der ist hin. Ja. Stand da was vom geheimer Garten? Ja, so hieß der Auftrag wohl irgendwie. Ach so. Guck mal doch mal. Ja, geheimer Garten. Mhm. Aber wusste ich auch nicht, aber es stand abgeschlossen. Aha. Oder so. Ja. Hat auch nichts übrig gelassen. Wir haben wohl keine Taschen. Ja, oder uns fehlt das Wissen. Ja, das kann natürlich auch sein. Das. Habt ihr sich noch erinnern können nach dieser, dieser Zeche da, dieser. Oh, der pennt ja. Richtig, den wollten wir ja sowieso noch einiges ausfragen. Was habt ihr auf dem Herzen? Vor lauter Besäufnis haben wir vergessen, ihn alles über alles andere auszuquetschen. Ja. Okay. Ich habe die Ungeheuer im Garten erschlagen. Bezahlt. Ihr wollt eure 80 Orens? Hm. Wir hatten uns auf 100 geeinigt. Wir haben etwas Bier getrunken, aber mein Gedächtnis lässt mich selten im Stich. Jetzt hört mal zu. Schon gut, hier ist euer Lohn. Ich sagte euch doch, ihr sollt nachts und betrunken keine Ungeheuer töten. Aber ihr wolltet ja nicht hören. Ihr macht mir Angst. Ich riskiere meinen Hals für euch und ihr wollt mich betrügen. Vergesst nicht, dem Geistlichen zu erzählen, dass ich euch geholfen habe.
Madame, bei dem schlechten Gedächtnis, das der Typ hat. Was habt ihr auf dem Herzen? Seid ihr ein Soldat? Was geht euch das an? Mir ist diese Rüstung aufgefallen. Ist die meines Bruders. Er hat bei Brenner und andernorts gekämpft. Ich mag Soldaten nicht, außer meinem Bruder. Ganz ruhig. Ich bin kein Soldat. Was habt ihr auf dem Herzen? Sind Ungeheuer in der Gegend? Das Heulen aus dem Dorf lässt meine Milch sauer werden. Nichts Ungewöhnlicheres als das? Der Nebel war einmal so dicht, dass ich mich verirrte und zum Haus der Hexe kam, wo ich sah, wie eine große Bestie durch ihr Fenster blickte. Könnt ihr mir mehr erzählen? Ich blieb natürlich nicht dort. Ich rannte so schnell weg, dass mich meine Füße fast überholten, aber das Ding war so groß wie ein Pferd. Spie Rauch und Funken, wie ein Herdfeuer. Später. So. Naja. Ach, war da noch was? Ich weiß. Oh, Level gekriegt. Was habt ihr auf dem Herzen? Würfel. Oh ja. Heidnische Bräuche, davon will ich nichts hören. Der Geistliche predigt, merzt es aus. Ihr wisst also, was das ist. Bringt das zu den Zwergen. Mehr sage ich nicht. Man sieht sich. Sind die schlimm, ja? Ja. Also lassen sich ja voll von diesem Geistlichen irgendwie einwickeln. Ja. Na gut, erst speichern und dann gehen wir raus. Ja, dann müssen wir wohl doch in die Höhle rein, ne? Jo, gibt's aus. Denn zwei haben wir gemacht. Und diese komischen Dinger, diese komischen Biester da, hast du nur... Wie viel sollst du davon eigentlich umbringen? Diese komischen Bra, wie immer die heißen da. Von denen du eingeführt hast. Von den komischen Hunden. Hallo, Odos Hund. Dieser Hund scheint nach etwas zu suchen. Vorsicht, Kleiner. Das sind Echinopsdornen. Was bewachst du denn? Sehr merkwürdig. Aber hier ist nichts, das sind ja nur... Da haben wir ja nur die Echinopsen. Na gut, hä? Ach. Sind diese fütterlichen Tiere, die ja die Frau angegriffen hatten, oder? Albin Simut, der war immer schwach. Oh, oh, die sind aber ganz schön haarig. Ja. Da könntest du jetzt wirklich ein Seberschwert brauchen, oder? Das könnte ich jetzt gut gebrauchen, allerdings. Naja, ich musste ja im Rundum-Modus kämpfen. Und da ist der Schaden natürlich ziemlich klein. Vor allen Dingen, weil ich auch noch ziemlich klein bin. Und ich habe kein Silberschwert. Das kommt natürlich noch dazu. So, na, da werden wir mal was futtern müssen, ne? Das regeneriert nur, ne? Also für das... Fühlst du nach und nach auf, oder wie? Ja, ganz langsam. Ich muss also jetzt ganz vorsichtig laufen. Moment mal, ich guck mal auf die Karte. Wir haben... Ja, den Quest haben wir markiert. Mikul, ich war doch schon bei Mikul. Ja, du warst bei Mikul. Warum sagt denn der, ich muss Mikul aufsuchen? Keine Ahnung. Ja, toll. Also, ich bin hier, ich muss nach Norden gehen, das wollte ich wissen. Ja. Da geht's lang. Das ist ja komisch, ich musste mal Mikul aufsuchen. Ja. Also, du hast doch einen Auftrag von ihm schon. Hey,
das für ein Geräusch? Da. Schon wieder sowas. Das sind ja nicht, ist ja nicht mal nur einer. Das sind ja mehrere. Das kommen immer gleich mehrere. Mindestens zwei. Aua! Und die warten ab. Hä? Hey. Was machst du denn? Ich erschlag den Zaun und lass mich von hinten beißen. Irgendwie nicht so richtig. Nein, clever, ist nicht oder? So richtig gut, nee. Das könnte ungesund sein. Ja. Wir müssen dann aber auch Schluss machen. Ach, ist schon wieder. Na gut. Richtung stimmt. Haben wir es mal lang. Genau. Okay, na gut. Bis zum nächsten Mal dann, ja? Bis dann. So. Tschüss.